So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Light and Returns. So, ich will gar nicht drum rumreden. Ich werde jetzt die letzten 4 Stunden durchschlafen. Und wir werden den letzten Tag anbrechen. Gleich werden viele Cutscenes kommen. Ich werde alles, was Sinn macht, hinterher ein bisschen erklären. Insofern, sind da irgendwas zu erklären gibt, was vielleicht unklar sein sollte, storytechnisch. Aber jetzt werden wir sehen, wenn es soweit ist. Vor allem das Ende werde ich erklären müssen. So. Resh Kigal haben wir besiegt. Jetzt bleibt nur noch einer der Big Three im Spiel übrig. Nämlich den Final Boss. Right. Vanille will be getting ready to perform the soul song. She's going to liberate the dead and release them from their suffering and despair. Hey, Light. When Vanille saves the dead, what'll happen to me? Hope. What's going on? Er ist doch am Leben, oder? What about my soul? Na gut, jetzt kommen wir theoretisch nur die Erlösten weiter, also. Es kommen ja nur die Erlösten, die wir jetzt im Spiel über halt, denen wir geholfen haben. In der Welt. Allerdings, ja gut, er ist auch nicht im Chaos, stimmt. Ja gut, vielleicht können wir ihn dadurch erlösen, dass hier. Dass wir jetzt am Ende des Tages noch irgendwas machen. Ich meine, es macht hinterher keinen Sinn, weil ich ja schon weiß, was passieren wird, aber. Trotzdem. Unrecht hat er jetzt im Moment ja nicht. Unrecht hat er für den Moment noch nicht. Tag 14, letzter Tag. Jetzt ist nochmal episch. Wie sind wir jetzt hier wieder gelandet? Und wem reden wir nochmal? Lumina? Hope? Hope. Wie kommt denn hierher? I've come to say goodbye. How did you? It's too late for me now. I had a job. I was God's eyes and ears, made to watch over everything you did. But now the last day is here, and God doesn't need me anymore. I'll just disappear. God just doesn't like leaving loose ends. This was always his plan. Bonavelza, he's going to just cast you aside? It's his way. It's harder than I thought it would be, but he still needs you, and you can help the others. Will you do that for me? Vanille, wow, hoffentlich ist sie männlich gerade. And throw her life away. But she won't be the only one who dies. That ceremony is going to destroy all those souls, yet she has the power to lead them to the new world. Yes, she doesn't know what she is or what she can do. You have to tell her. I know her. As long as she knows the truth, she'll do the right thing. And then, you'll have a choice to make too. It'll be your only chance to save Sarah. I've got to find her soul if I want to save her. And the truth is, I just can't feel her anymore. It'll be all right. Trust me. She can see you, and she's been watching over you. When you make the right choice, you'll find her again. The right choice. Tough call for someone who can't stop repeating past mistakes. Das ist wohl wahr. It'll be easy. You just have to imagine what kind of world Sarah would want. What kind of person she wants you to be. Do that, and the answer will be clear. But that's the problem, don't you see? Maybe once I knew her well enough to know what she would want. Something's happened to my soul. I can't see people's hearts anymore, not even my sister's. You don't have to give up. Overcoming your mistakes, that's the key. It doesn't matter how many times you fail, if you succeed in the end. So keep trying, okay? I'm off to a bad start. I didn't make the effort to understand you. I didn't trust you and instead hid everything from you. No, that was the right thing to do. That wasn't the real me. And he was never someone you should have trusted. He was just a pawn in God's game. I'm sorry. Don't be. At least I've had this chance to be myself again, here at the very end. After all that's happened, it's enough.
Er hat sein Leben gelebt. Do you remember when we first met all those centuries ago? Do you remember what you told me then? Keep your eyes front. I'll watch the rear. But I didn't. I couldn't. Oh, but you did. More times than you know. As long as you were with me, Light, I didn't have to fear anything. I'm not scared. Not even now. Hope ist richtig männlich geworden. Hope. Und damit ist auch er verschwunden im Chaos. Oh, Backe. Einer weniger. Aber dadurch, dass er im Chaos ist, kann auch er gerettet werden. Alles cool. Insofern wir ihn retten können. Und wir den Seelenkural verhindern können, der alle Chaos-Seelen zerstören würde. Hier waren wir auch gerade. Lel. Kein Hope mehr da. Das war's. So, Hope. You've gone and left me behind. Es gibt nur eine Sache zu erledigen. Or was it the other way around? Was it me who left you? I'll save you. Kubo. Wie kommt Mark denn hier hoch? Ich dachte, hier oben kommt keiner rein. Oh, Items. Was gibt's denn jetzt noch? Silbermalchit. Ja, was soll ich denn damit jetzt noch? Was ist denn los? Warte, was für mich? What are you doing here? I can't leave you all alone, Kubo. I have a message for you, Kubo. And here it is. No matter what happens, keep your eyes front. Natürlich. And in the meantime, you've got my back, right? You've got it, Kubo. Na dann. I'll help, Kubo. Okay, hast du noch irgendwelche Sachen für mich? EP brauche ich sowieso keine mehr. Meine Ausrüstung steht. Phönixschwinge. Mit Hast. Habe ich denn überhaupt noch EP? Macht es überhaupt noch Sinn? Ich habe noch EP. Aber ich bin sicher, dass die nochmal ein bisschen feuchten kann. So, ich habe 3 Phönixzedern. Ja, komm. Phönixschwinge sind gut. So, was genau ist denn heilige Medizin? Proteus, Flor, Valum, Gena, alles am Start. Was soll ich mir noch eine Heldenmedizin gönnen? Schwer zu sagen. Hast. Das wird der einzige Weg, wie wir uns positive Schadensveränderungen reindrücken können. Ob wir das brauchen, ist die Frage. Ich mach über die Phönixschwinge. Ich weiß, dass ein seltener Boss ziemlich übel ficken kann. So, ein letztes Mal speichern, bevor es für den letzten Tag nach unten geht, wo die Apokalypse auf uns wartet. It's time for the last battle, Kubo. It is. At the beginning of the final day, Vanille will start to perform the soul song. The ritual will guide the souls of the living to the new world. But the burden will be too much for her. Vanille will die. She will, Kubo. But that can't happen, Kubo. She's being used by the Order. She doesn't need to perform the soul song. She has the power to save the souls of the living and dead. Oh, does that mean she can save Sarah too, Kubo? I think so. If Hope is telling the truth. Falls Hope geweiht erzählt. If I can grant her wish and make it true, then she'll come back at last. At least that's what he said. But God himself wants Vanille to complete that ceremony. Das können wir nicht zulassen. If I stop her, I'll be defying his will. Then I don't know what will happen to Sarah. I know what Sarah would say, Kubo. She wouldn't hesitate. Aber Bonivelse kann auch nicht ins Chaos sehen. Help save all the souls. Denn im Chaos finden sie Seelen. She's always been like that. If someone needs saving, she just goes ahead and does it. No matter how dangerous it is to her. Yeah, just like your big sister, Kubo. And that's why I'm worried about you too, Kubo. Don't worry, Mog. I'll be fine. I'm going to do what Sarah would want me to do, what she'd tell me to do.
make her wish come true, and she'll come back. So, es in der Welt beginnt, bist bereit für den letzten Kampf. Hau rein. Ein letztes Mal das Portal, bevor es losgeht. Ja, die Story nimmt auf jeden Fall jetzt nochmal richtig schön zu. Wir werden auch hier und dann nochmal einen Dungeon klären müssen. Vielleicht werde ich dieses ganze Ende vom Spiel in zwei Parts machen. Ich gucke mal. Aber ich werde jetzt doch ein bisschen länger sitzen. Einfach nur für diese eine letzte Stelle im Spiel. Und ein bisschen Nostalgie würde ich auch noch gerne behalten lassen. So, da sind wir in Luxerion. Vor der Kathedrale. Das Ende aller Tage. Wird bewacht. Denn das war's jetzt. Rip. Rip. Und überall erscheinen die Chaosviecher. Wow, das ist mies. Und wieder zwei weniger. Das Chaos geht auf die Erde hinab. Und die Monster leiten das Ende ein. It's the beginning of the end. Time has run out on this world. And there won't be any more tomorrows. Life and death are one and the same now. These are the dying moments. And soon, life will just come to a stop. Und du bist auch einfach so hin. Was bist du eigentlich? It's the only way they can reach the brave new world. Not everyone gets to take the journey. According to the Order, salvation is a privilege reserved for a select few. The people who died in the past are going to be erased forever, like they never existed. The trouble is, though, the souls of the dead are bound to the memories of the living. Because we remember them, they can survive in the chaos. We're custodians. And our job is to keep the flame of memory burning. That's why the souls don't just melt into the chaos, because they're still remembered by us. They have an identity that keeps them alive. But if we forget them, they're gone forever with no hope of coming back. And it works the other way, too. If the soul of a dead person is destroyed, then our memories of that person disappear, too. Gone from our minds like they never were. Imagine forgetting everyone who once lived. It's more final than any mass murder. But that's exactly what the Order is going to do with the Soul Song. The Neil has the power to summon all the souls to her. When she does, the Order will use the Clavis to destroy them. When it preaches purification, that's what the Order really means. But why would they wipe out the past? To get rid of all the sadness and uncertainty. All those regrets that hold us back and make us weak. They want us to start with a clean slate, so we can be strong in our bold new world. And you know what? That's what God wants too. Does Vanille know all this? Not all of it. The Order's kept her in the dark. As far as she knows, she's just releasing the dead from their suffering. She doesn't realize that when she does this, not only will the dead disappear, but so will our memories of them. Just keep me in your thoughts. Remember me. And we'll see each other again. No matter what happens to me. Even if I vanish from this world. Promise me, Lightning. Promise you'll remember me. If this ritual happens as the Order wants, my memories of Sarah will disappear. And when that happens, I'll lose any hope I had of bringing her back. Mm-hmm. Yep. She'll be gone forever. Then there's only one thing to do. I have to get into the cathedral and stop that ritual. Das wirst du sowieso machen. What are you doing? Don't go! I have to. I'm out of time. Don't take everyone with you!
Tja, jetzt wirst du gefickt. Don't leave me alone. Tja, sie gehen ins Chaos über und wurde instant vergessen. So, um das noch zusammenzufassen. Würde Benny den Seelenkurai durchführen, wäre auch Sarah jetzt einfach einmal weg. Lightning könnte sich jemand sich erinnern. Und damit wäre auch der Auftrag Gottes für nichts gewesen. Es würde sie nicht mal jucken. Weil ich es halt nicht wüsste. Ja, was ist? Mach ich das kaputt. Mögt die Polymera? Ich glaube, die mögen Polymera. Ach, hier ist ja gar kein... Oh, lol. Wie habe ich das denn gemacht? Lol, wie habe ich das denn gemacht? Wie habe ich denn das alles so auseinandergenommen? RIP. Kacke. Na, egal. So, jetzt kann ich nochmal mit dem Ausstatter reden. Das wäre echt super. Hast du irgendwas Cooles für mich? Edelweiß, Supernova, Venus, Palmona. Kacke. Ist aber teuer. Na gut, egal. Und der Schmied ja auch noch. Oder war es ein Schmied oder ein Krämer? Nein, das war auch schon da. Ich hätte gerne einen Krämer. Ich hätte gerne nichts davon. Ich finde meine Ausrüstung so gut, wie sie jetzt ist. Lol. So, was geht hier ab? Ihr boxt mich jetzt durch. Don't be a fool. You try to fight me, you die. Do your worst. Look around us, would you? Das stimmt, jetzt mit Gewalt zu drohen ist schon ein bisschen sinnlos. Na dann, die beiden Lappen, was geht's? Zeigt, was ihr könnt. Verstärkung, das ist ja süß. Oh, aber mein. Beim Brechen macht leider nicht mehr ganz so viel Schaden, weil das Set nicht mehr so auf Angriff getrimmt ist. So, aber ein bisschen Polymera geht das schon noch. Zack. Und der ist so gut wie tot. Jeden Moment. So, der ist RIP. Jetzt kann ich hier noch ein bisschen Polymera drücken. Wellenbrechen auch wieder da. Naja, ist ja besser weniger Schaden, ist gar kein Schaden, würde ich sagen. So, und den kann ich auch kräftig mitgeben. Dreimal Polymera und wird auch Geschichte sein. So, und RIP. Na, geht doch. Dachte, die könnte was gegen mich machen. Süß. Und da sind die Tore für uns geöffnet. Und dann rein hier. Ich finde auch cool, dass Wales weg ist. Letztes Mal gehen wir diesen langen Gang hier entlang, den wir im Spiel nervigerweise mehr als passieren mussten. Oh, das sieht aber schon recht cool aus hier. Das ist einfach nur die Grafik gerade mit diesen dunklen Gehöhten hier. Ach was. Ach was. Als ob das mich aufhält. This doesn't look right. No. You're the servant of God. Aren't you supposed to be on the order's side? I'm not a servant of these fanatics. They want to go through with their damn ritual and I'm here to stop them. If that means a fight, so be it. But the ritual is God's plan, right? You're going to defy him as well? Yeah.
Maybe I am. That's a hell of an admission. Do you care? God brought you back to save souls and show them the way to the new world. It's a sacred mission. And there's only one thing in the world that would make you turn your back on it. Lightning, I know why you're going to betray God. You think you can save Sarah? Wait, they're together! Ich hab's aber schnell genannt, den Blitzmerker. Easy every time. Lightning! Oh, Buckley, wie gerne ich diesen Kampf mit beobachtet hätte, wie er alleine jetzt die Armee aufhält. Gegen die Behemoths, gegen die Ordensarmee, das wäre so ein sicker Kampf. Aber auch hier hat Grace auch wieder ein bisschen Potenzial verpasst, leider Gottes. Genau wie am Anfang des Spiels. Es wird erklären können, wie die drei Überlebenden quasi aus 13-2 hätten jetzt hier alles wieder aufgebaut. Aber schade drum, naja. Schätze mal. Noel, I promise I won't let your wishes die here. So, ich spare mir jetzt meine ganzen Kämpfe, weil ich bekomme da eh nichts mehr raus. Ich könnte noch ein bisschen meine EP füllen, aber das kriege ich auf andere Art und Weise hin. Deswegen, ich versuche nur die Pflichtkämpfe zu erledigen. Die wirklich sein müssen. Da gibt es nämlich ein ganz paar. Aber abgesehen davon sehe ich das nicht ein, hier irgendwie sinnlos rumzukämpfen. Ich werde natürlich so viel möglich noch looten. Kampfgefieder. Was auch immer das sein soll. No fucking idea. Ich guck mal kurz nach, nur für den Fall, dass es irgendwie wichtig ist. Ja, gut, muss es nicht unbedingt sein. Wenn man ein Blockset hat, ist das sicherlich nice, aber ansonsten brauche ich es eher nicht. Ja, dachte er, kriegt mich. Süß. So, in welche Richtung muss ich jetzt überhaupt? Ups. Okay, da geht's runter. Und hier gibt's offenbar auch eine andere Leiche. Aber wie gesagt, ich möchte gerne noch die ganze Items mitnehmen. So viel wie möglich zumindest. Hier haben wir noch eins. Vielleicht noch irgendein gutes Accessoire. Bisschen was Angriff drückt. Die heilige Offenbarung. Den Tempel? Ich verstehe nicht ganz. Egal. Wenn wir es bis jetzt nicht gebraucht haben, brauchen wir es auch jetzt nicht. Einfach nur immer tiefer hinab zu Vinyl. Warum macht ihr überhaupt diesen Senkura hier unten? Ich meine, vorher konnten sie auch oben die Toten rufen. Du musst jetzt unbedingt hier unten sein. Die viele lassen auch nicht locker, ne? Oh, das ist noch ein Item. Great. The dead are being summoned already. The chanting is getting louder. I must be getting close. Samurai-Kamm, was macht der? Hier unten möchte ich das besser noch. Dafür sinkt mein ATB aber noch weiter. Ich gehe mal ein bisschen mehr auf Angriff. Kann ich noch irgendwas auf Angriff bauen? Shit. Das drückt mein ATB natürlich gewaltig runter. Was ist das hier? Ich hätte gerne was mein ATB nicht so weit tötet. Ja. Ach so, das hat das Ding schon. Gibt es echt keinen Shit mehr, was mein Angriff noch weiter erhöhen kann? Also effektiv erhöhen kann? Sonst kann ich auch gleich mit dem ATB bleiben. Ich meine, 130 auf 100 ist schon ein bisschen was anderes. Und ich hätte auch hier wenigstens noch die 110. Oh, es ist doch Räuber, Scha, ja, doch was ganz Nices.
Ja, ich denke, ich lasse das so. Das soll es fürs Erste erstmal tun. Ich kann später noch umstellen. So, man hört schon die Gesänge. Der Seelencourage findet gerade statt. Aber noch können wir reinplatzen, so wie es aussieht. Oh, hey Fang. Geht. Schade. Einfach Fang kämpfen lassen. Ich kletter schon. So, soll ich das mir noch extra erschocken? Lohnt sich das? Oh, ich heiße blöderweise. Nicht gut. Versuchen wir es, sich irgendwie zu schocken. Oh. In der letzten Sekunde geblockt. Jawohl. Oh, der frisst, aber er hält halt nochmal gut. Okay, da kann wohl ein bisschen länger dauern. Kacke. Na dann, let's go, Polymera. Solange ich mehr Schaden mache, als ich ihn damit heile, ist es ja noch verkraftbar. Da macht es auch nicht so Überschaden, das geht schon. Kacke. Oh, habe ich gerade einen Schock? Warte. Ja, okay. Komm. 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 Jawohl. So muss das. Geil. Und meine EP instant voll. 6. Und Fang ist im Team. Na dann. Let's go. Hier hinter dürfte ja Vanille eigentlich sein, so laut wie es Gesang ist. Der Gesang. Die Gesang. How much do you know about it? Just what I told you before. It's supposed to bring all the souls of the dead into one place, and then make them all disappear. The Order says it's the only way to end their suffering. But it's going to kill her. Yeah, and there's something else. They haven't told her what she's really capable of. She has the power to guide those souls to the new world. If she guides them, they can be reborn. They can? Then what the hell is the Order doing? Those souls don't have to be destroyed. And Vanille doesn't have to be sacrificed to do it. The Soul Song was never about bringing peace to the dead. It was about making things easier for the survivors. If they succeed in destroying all those souls, then the living would forget they ever existed. The Order wants to cut them away like a tumor. Then we'll be free from the dead weight of the people we used to love. That was their plan from the beginning. The bastards want to pretend their sins never happened, so they can breathe easier. So sieht's aus. Just for that, they're willing to kill Vanille in the name of a lie. Auch wenn ich ein bisschen hinmache, ich meine, ich mach den Choral gerade. Es wäre vielleicht sinnvoll, da jetzt reinzustürmen.